Herzlich willkommen zur 27. Folge Simotrans Militär mit Felix. Guck mal, was dort läuft. Simotrans, siehe da Hannover Erd und so. Also, ich weiß jetzt, wie man den Faktor berechnet. Ein Denkmal, mit einem Elber aufkommen. Alter, eine Konzertbühne mit einem Elber aufkommen. Ein Elb, Alter, ein Elber aufkommen. Ein Elber aufkommen. Schön für dich. Darf ich jetzt oder willst du noch weiter dich darüber aufgeilen? Ja. Oder? Ja, nein. Warte, also. Ganz kurz, warte. Oh, Elber! Geil. Was? So, letztes, ja, was? So, du hast in deiner Stadt im Monat zwei Sachen aktuell, die wir ja machen. Person und Post. Ja. Du hast Beförderung. Die Zahl kannst du dir ja beispielsweise jetzt aus dem Vormonat nehmen, weil wir sind gerade rumgeschwungen. Das heißt, du kannst in irgendeine Stadt mal gehen. Im besten Fall nicht Hannover, wegen... Moment. Da war ich gerade zufällig. Weil ja. Das da erhöht ist wegen dem Ding. Das ist dadurch nicht wirklich vertretbar. Ja. Du nimmst jetzt die Zahl von der Beförderung. Von, ja. Von Jahre? Nee, von Monate. Von Monate, ja. Beförderung plus ja. Die Zahl, die bei zu Fuß steht. Ja. Die rechnest du zusammen, teilst das dann, was du da rausbekommst, durch die Zahl der Passagiere. Durch. Und rechnest das Ganze dann mal 40, wenn du da an der Zahl nicht rumgespielt hast. Ich denke aber mal nicht. 40, nein. Das heißt, dann bin ich bei 38,63. Das ist der erste Teilpart. Dazu addierst du am Ende, also die Zahl ist eine der wichtigen, die solltest du dir im besten Fall irgendwo aufschreiben oder merken. Warte, 38. Relativ grob reicht, da kommst du trotzdem einigermaßen auf die Zahlen. Ja. So, jetzt machst du das gleiche bei Post, also abgeschickt plus Wurfsendung durch Post. Abgeschickt 121 plus Wurfsendung 4. Durch Post, durch 130, ist gleich das, jawohl. So, jetzt addierst du die beiden Zahlen, die du jetzt raus hast, zusammen. Also das da plus 38,63, ist gleich das, ja. So, und das teilst du jetzt durch die Zahl, die du eingetragen hast. Ich weiß nicht, was du jetzt bei Dorf eingebaut hast. Durch 200, ist gleich 0,19. Und das Ganze rechnest du jetzt mal 50, weil ein Monat hat 50 Ticks. Mal 50. Sind wir bei 9,89. Deine Stadt müsste vorhin ein Wachstum im Vormonat von 9,8 oder was die Richtung gehabt haben. Ja, waren 15. Dann hast du dann irgendwas noch ganz herum gespielt, aber eigentlich müsste das hinkommen. Also bei mir kam es bei Kiel zumindest hin. Und da war dann mit dem Wert ja nicht rumgeschraubt. Weil Kiel ist ja schon eine Stadt, das heißt, Kiel hat ja schon nur noch einen Faktor von 200 oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, Hannover ist jetzt auch eine Stadt, oder wie sagt man das? Ach, keine Ahnung, irgendwie sowas kommt zumindest irgendwie einigermaßen teilweise hin. Wenn man beide Augen zudrückt, vielleicht ist es auch nochmal 25 oder sowas, keine Ahnung. Aber ich komme zumindest in die Richtung der Zahlen, die da vorher standen. Okay. Das Problem ist bloß, dass diese Zahlen sind ja sowieso schon so eng zusammen, aber ich weiß halt nicht, wieso ich bei einigen das doppelt so hoch ist wie bei anderen so ungefähr. Also ich verstehe jetzt nicht, wieso Schleswig auf einmal 14,8 hat und dafür ja. Andere nur 7, weil eigentlich sollten die Zahlen von Beförderung und zu Fuß durch Passagiere eigentlich super nah zusammenliegen, wenn sie nicht sogar zeitweise identisch sind. Ja, was mich halt nur wundert ist, warum kriegt Hildesheim beim Spawn 109 Leute dazu, Hannover zum Beispiel 240, wieso spawnt aber vorher Kiel nichts? Weil es komplett random ist, welche Stadt spawnt. Da steht da auch irgendwo drin. Okay. So, das heißt aber, jetzt ist natürlich die ganze Geschichte hier so dermaßen verschoben durch jetzt Hannover, weil ein Elfer aufkommen ist dann doch schon ein bisschen was.
Vor allem, weil da auch noch. Ja, okay. Ja. Interessant. So, Danewig, Wobei es ehrlich gesagt auch sein kann, dass Hannover die größte Stadt aktuell ist, von den Werten her. Aber es ist ein Monument gewesen, ne? Bei Monumenten ist es random, wo es spawnt. Aber es spawnt auch nur einmal irgendwie sowas in die Richtung. okay. Du kannst mir jetzt ja erklären, was du willst, aber warum sind deine Werte doch größtenteils so hoch, wenn man sich so teilweise rumguckt, was bei dir rumsteht? Weil irgendwie geht das, glaube ich, auch, wenn ich es richtig verstehe, mit rein, wie viele Leute rumstehen, weil wie schnell sie halt um ihren Ziel ankommen, sozusagen, beziehungsweise angekommen sind, so ungefähr. Aber ich habe halt keinen Plan, wie das funktioniert. Deshalb ist es gar nicht mal so schlecht, dass der Personenzustand nur bei knapp 1000 Leuten noch ist. Das heißt aber eigentlich auch, dass du eigentlich, wenn ich das jetzt doch richtig verstehe, überpowern, 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 einfach rein da mit den Sachen. Es ist scheißegal, die freie Kapazität sagt. Sie sollte im besten Fall nur nicht bei Null sein und es sollten im besten Fall keine Leute rumstehen. Das Okay. heißt aber nicht, du willst dich gegen Null annähern, sondern du willst eigentlich so hoch wie möglich dieses Ding da haben, damit du möglichst alles instant wegtransportierst. So, jetzt habe ich diese drei Dinger da vorne in Hannover auch noch angeschlossen. Das heißt, es sollte ja theoretisch da gleich die James-Watt-Allee auf grün springen, genau. Du solltest dann aber eventuell überlegen, ob du hast jetzt ja den einen Wert von Dorf auf 200 geändert, oder nicht? Ja, genau. Dann solltest du eventuell überlegen, ob du Stadt auf 100 und Großstadt auf 50 oder sowas erstmal änderst. Wobei Großstadt erstmal egal sein wird, vermutlich bis wir da sind, wird Ewigkeiten dauern. Irgendwie sowas zumindest, weil es ist jetzt ja kacke, wenn die eine Stadt werden und eigentlich das Ziel ist, dass sie dann schneller wachsen, aber werden sie nicht mehr, weil sie Werte gleich sind. Eigentlich. Aber müssen wir überlegen, ob das sinnvoll ist, oder? Das heißt, ich muss mir jetzt nur mal ganz kurz aufschreiben, weil dann die Werte waren 400, 200, 400, 100. 200, 100 sind sie standardmäßig. Aber Großstadt kannst du auch einfach so lassen erstmal, weil bis wir bei 10.000 sind, müssen so viele Gebäude noch spawnen. Und ich Ja, glaube, ab 10.000 ist auch okay, wenn sie langsamer wachsen. Oder für 70 oder was weiß ich ich. ändere das jetzt trotzdem mal. Ja, es sollte zumindest in Stadt ein bisschen runter gemacht werden, wenn du bei dem anderen das auch runter machst. Dann spawnt wenigstens die Industrie jetzt bei den Sachen, die Stadtlevel erreicht haben früher. Aber ist Stadtlevel schon ab 1000? Das ist ab 1000. Ab 1000 genau die erste Person ab 1000. Allerdings weiß ich nicht, inwiefern sich das auswirkt, wenn du deinen Firmensitz reinsetzt. Ob das trotzdem zählt oder der Standardwert genommen wird ohne Firmensitz. Weil es kann sein, dass Hannover aktuell die einzige Sache ist mit Firmensitz. Weil dann, das würde wenigstens erklären, warum ich bei Kiel auf den richtigen Wert gekommen bin. Obwohl es halt nicht passt eigentlich so. Aber, ist irgendwie alles noch nicht so hundertprozentig klar. Aber ich denke, dass das irgendwie mit den, dass dieser Wert, den du rausbekommst, mal die Anzahl der Ticks irgendwie sowas sein wird, vermutlich. Ja, aber so, man weiß es jetzt schon mal so ungefähr. Richtig. Heißt traurigerweise aber auch, da die Straßenbahnen ja fast sowieso kein Plus machen, kannst du eigentlich die auch ein bisschen erhöhen, dass die halt möglichst instant alles rausfahren, dass der Wert noch ein bisschen nach oben gekitzelt wird, ne? Ich meine, das Geld verdienst du ja sowieso mit den Zügen. Ja, richtig. Ich meine, ob ich jetzt 100 mit einer Straßenbahn verdiene oder einfach das Plus minus 0 fahren lasse um und bei. Aber dafür meine Stadt deutlich schneller wächst, ich dadurch wieder mehr Passagiere zum Transportieren bekomme und so weiter und so fort. Ist glaube ich besser. Aber das Problem ist halt, dass ich in den meisten Städten sowieso schon relativ weit runter die ganzen Sachen gefahren habe.
Das Gute ist ja aber auch, dass die fast nichts kosten, diese Bahn. Zumindest wenn du eine einzelne Chiemsee mit einem Wagen hinterfahren lässt oder sowas. Ja, aber ich muss dir leider sagen, dass ich jetzt gerade mal einen vollen Personenzug bei dir abladen muss, weil ich habe mich jetzt da überhaupt nicht drauf geachtet und sie sind von alleine losgefahren. Und das ist komplett brechenvoll. Also du wirst da jetzt gleich mal 700 Leute bekommen oder hingestellt bekommen. Das Problem ist also, das Optimum wäre eigentlich für mich, wenn ich mit einem Zug fahre, der nichts stehen lässt, sowohl in dem Zustandsbahnhof als auch in dem Bahnhof, wo er losgefahren ist. Das Problem ist bloß, dass diese Zahlen im besten Fall relativ gleich sein sollten, aber das ist irgendwie nie der Fall. Hallo, da sind 600 Leute da. Hat sich aber nicht wirklich gut verteilt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber guck mal, was jetzt der Faktor sagt, ey. Naja, wenn man jetzt bedenkt, dass der Faktor traurigerweise bei der Hälfte umbei wäre, wenn wir das nicht hochgestellt hätten, also irgendwo bei 8,4 bei dem höchsten. Dann bin ich mit 55 trotzdem noch ziemlich zufrieden, Herr. Ja, was ist denn da los? Und ich weiß, warum du 200 Leute bekommen hast, weil der Faktor ja auch auf der Hälfte war. Das heißt, du bekommst doppelt so viele Leute. Oh, echt jetzt? Gehe ich von aus zumindest, ja. Fände ich Aber zumindest nicht. logisch, wenn der Faktor jetzt halb so hoch ist und so weiter und so fort. Ich bin mir aber halt bei Kiel und bei Hildesheim immer noch nicht 100% sicher, was jetzt von beidem als, ob die jetzt wirklich schon als Stadt zählen oder immer noch als Dorf, weil eigentlich haben die ja weniger als diese 1000 Einwohner vermutlich, wenn man das wegreißen würde. 699 ist bei Hildesheim ausschlaggebender Punkt gewesen. Ja. Und Wie gesagt, aber ich glaube niemand nicht, dass 600, die. also knapp 700 kannst du abziehen. Ja. Aber Hannover hat Das halt die Zahl, heißt, die sie gerade hatte, stehen hat. genau, das heißt, Hildesheim wären wahrscheinlich bei irgendwas bei um die 800 und bei Kiel wären es um die 700. Wobei das auch ziemlich wenig wäre. Ja, weil du in Hildesheim halt einen Spawn hattest von einem Gebäude, ne? Ja, Also. aber selbst wenn man dann das mal abzieht, wenn Kiel jetzt, wenn 700 durch den Firmensitz dazugekommen sind, dann würde Hildesheim und links Kiel bei 700 sein. Das heißt, sie würden auf dem letzten Platz sein. Das meine ich ja damit. Das heißt, sie wären schlechter als Schleswig. Das meine ich halt damit. Ja. Aber man merkt doch schon, was so ein kleines bisschen ausschlaggebend ist, ne? Eigentlich Wahnsinn. Boah, schon wieder 97% Passagiere. Und da auch schon 93%. Das ist jetzt also die beiden Züge fahren jetzt fast, also die stehen fast gar nicht mehr. Die fahren jetzt fast dauerhaft, meine beiden. Doch absehbar oder nicht? Seid ihr denn bescheuert oder was? Was hast denn du jetzt schon wieder gefunden? Oh. Oh Mann, ich muss auf alles achten hier. Ja, toll.
Gucke mal bei Hauptbahnhof Hildesheim, das geht da. Sekunde. Hildesheim Salzgitter, sagst du? Ja. Ja. Oben links die Ecke. Da haben sich zwei Gebäude hingebaut. Aber doch klar, oder absehbar. Okay, das heißt, ich muss meine ganzen Bahnhöfe Kindersicher machen. in denen sich sperren, dass die dann sich nicht hinbauen können. Ey, Mann. Ja, ist in Saarstedt auch schon passiert. War doch absehbar, wenn wir so viele Leute haben, die keine Route haben. Es kann doch nicht sein, dass nur ein Gebäude 6 bis 7 oder 8 Leute als nicht vorhanden sozusagen hinstellt. Ist das denn, na gut, nee, ist bei dem Wachstum jetzt ist es nicht im Minus. So, dann habe ich das da jetzt alles geändert. Sölde, Saarstedt, ja. Salzgitter haben sie auch nach hinten raus schon gebaut. Boah, ihr Pfeifenköppe. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, so ein Wachstum ist doch leicht stressig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sagst. Okay, Felix kauft gerade massiv neue Fahrzeuge. Was merkst du halt auch sofort am Betriebsgewinn, dass der jetzt eigentlich fast dauerhaft irgendwo bei 60.000 sich rumbewegt? Richtig. So, Straßenbahnlinien. Wie viel Profit machen die? Plus minus null fast. 600 minus, 600 minus, 600 minus, 600 minus, 600 minus. Das sind 600 minus. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, pass auf, Arsch gelegt, ich packe jetzt einfach auf jeder Linie vier Postfahrzeuge drauf und auf jeder Linie vier Straßenbahnfahrzeuge. Dann kostet mich das vielleicht 3.000-4.000. Richtig, Aber ich hätte. aber eventuell wächst die Stadt doch nicht besser, weil alles schneller rauskommt. Richtig. Das ist das Problem. Eigentlich müsste man auch sagen, okay, dann fahre ich auch nicht mehr mit einem Fahrzeug nur im Kreis rum, sondern verteile das auf wirklich ganz viele, weil es macht aber auch keinen Unterschied so ungefähr. Das heißt, du Richtig, fährst dann. dass du anstatt einem nimmst, sondern dann guckst du halt, was ich habe 8 Haltestellen, ich fahre dann mit 8 mal einem Fahrzeug anstatt mit einmal 8.
wenn es dann halt zu wenig wird, dann halt nochmal drauf geben. Richtig. So, siehst du, guck mal, die beiden Personenzüge fahren auch schon wieder. Das Problem ist bloß, dass eigentlich im Optimalfall dann auch nichts in diesem Zustand und in deinem Hauptbahnhof stehen darf. Weil du hast dann ja auch den. Das Problem ist, dass du einen relativ großen Effekt dann auch dadurch hast, je mehr bei dir steht, desto schlechter wachsen meine Städte. Das ist das andere Problem. Ach so, ja, warte mal, dann stelle ich mal meine Zuglinien ein. Das Traurige ist, wenn du sie einstellst, wäre vermutlich gar nicht mehr so schlecht für mich, weil dann die Route zu dir nicht mehr existiert und die Passagiere zu dir gelöscht werden. Heißt im Umkehrschluss, dass ich nur noch zu mir Sachen liefern muss. Das ist deutlich einfacher gefühlt. Vermutlich. Okay, weißt du, was, was der Einsatzgrund war? Es hat jemand angerufen, weil jemand Bauschutt aus dem Fenster in den Container geschmissen hat. Das hat geraucht oder hat halt gestaubt. Und dann wird die Feuerwehr angerufen. So muss das. Oh, Alter, ich verstehe das nicht. Wichtig und richtig. Wäre das noch Berufsfeuerwehr, die da alarmiert wird, wäre das ja noch so halb okay, so die haben, wenn die nicht einen anderen Einsatz hätten. So. Aber bei freiwilliger Feuerwehr ist das doppelt so bitter. Ja. Na gut, es wird immer die Berufsfeuerwehr alarmiert, plus die freiwillige Feuerwehr der Ortschaft. Und dadurch, dass es halt in einer ziemlich in der Mitte wäre, ist halt Feuerwehr 1, freiwillige Feuerwehr links und freiwillige Feuerwehr rechts alarmiert worden, plus die Berufsfeuerwehr. Genau, das ist doch super toll. Ja. Auf alle Fälle. So, pass auf, dann baue ich jetzt. Dann kommt jetzt Hildesheim 1, Hildesheim 2. Das heißt, die beiden Hildesheim 1, Hildesheim 2 bekommen jetzt jeweils noch einen Lok drauf. Das Problem ist, ich bin gerade am evaluieren, wie schlau es ist, auf die besseren zu gehen mit Strom. Also die Straßenbahn. Weil sie halt nochmal 10 km/h schneller sind, ne? Ja gut, das ist ja. Heißt aber auch wieder, dass ich weniger Fahrzeuge fahren lassen muss, um bei so ist 50% schneller, ne? Das heißt, es können vermutlich ein Drittel der Kapazität oder sowas runter von dem Ding mindestens. Einziger Nachteil ist, es kostet vermutlich ein bisschen mehr, aber halt auch vermutlich gar nicht mal so viel mehr. So, Hildesheim Post 1 starten, Hildesheim Post 1 starten, Hildesheim Post 2 starten, Hildesheim Post 2 starten. So, Hildesheim 4x Post. Auf jeder Linie und 4x Trams auf jeder Linie. Ich fahre 5x Post auf jeder Linie aktuell, aber meine Städte sind auch ein bisschen größer, die Wege. Ja gut, was hast du, mit welchem Postwagen fährst du? Dem größeren, also dem 20er. Okay. So, das gleiche Spielchen jetzt in Hannover. Weil da habe ich mich auch schon ausgebaut. Post 2. Hannover Post 2. Starten, starten. Hannover Post 1. So, die Außer rein, S-Bahn Hannover. Hannover S2. Hannover S1.
So, das heißt, Hannover und Hildesheim sind umgebaut und haben auch die besseren Fahrzeuge drauf. So, den muss ich mal wegschicken. Ich wollte gerade sagen, Hannover 36er Wachstum. Obwohl, das könnte jetzt aber fast hinkommen, ne? Nicht ganz zu hoch. Es wird 20 maximal jetzt sein. Ja, dann würde ich fast behaupten, dass Hildesheim auch irgendwie in Richtung Stadt schon geht. Gut, der nächste Umbau, Hohenengelsen. Aber erst in der nächsten Folge. Was meinst du? Aber ich habe damit schon angefangen. Jetzt muss ich das Ende machen. Na dann. Oder nicht? Auch für den Mainz. No, okay. Dann würde ich sagen, Hose rein bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.